Hallo, hallo, hola. So hier von der Wara in Stueck von Gute Nachrichten. Wo das gine Gute Nachricht von der? Hier ist was ich von der besonders so wird von Fendo. Wir gehen verschiedene Dinge in uns Leben da. Ich weiß, verschiedene Tiden sind da. Und jemand fällt sich dort so, das sind mal Dinge, was uns ungerieben wollen. Das nächste Mal fällt sich so als leichter. Aber ich habe besonders so ein Psalm 23 gedacht. Das ist der letzte Teil, und würde sagen, dass dort der Herr als mein Hort, mir wird dort auch nichts fehlen. Er bringt mich auf die grüne Welt und lässt mich bei frischen Gute reden. Und so hängen wir, das ist bei uns über der Gas, wo ich sein kann, das ist ein grüner Fleck. Und voll Wert durch, jeder Tag. Und du wirst mich auf den Gedanken, dass wir das von der Heilige Geist mit dir denken haben. Wo fehlt. Wer du erst für die Freude, du bist genug und ewig genug. Genug und ewig genug. Und das ist Christus, Jesus sein, er ist uns Hort. Er wird uns ab der grüne Werden ableiten. Er wird uns mit der frischen Wut reiben. Und er wird uns dort auch nichts fehlen. Du bist genug und ewig genug. Und wird immer uns dort fehlen, das wird immer von der Tiefe durchgekommen im Leben. Du bist genug und ewig genug für uns. So wir können Frieden haben. Ich meine auch, dass die Fälle nicht immer wollen, dass wir anstellen, was die Wahrheit ist. Nicht, dass wir wollen, wie kann auf der Wahrheit stehen. Jetzt, wo Gott sein Wort sagt. Und dann, aus meinen Fällen mitkommen, aber nicht, dass mir Gott den größten Unterschied. Der größte Unterschied ist, wie auf Gott sein Wort, auf der Wahrheit stehen bleiben. Und wie uns du nennen lassen. Und ich dachte über all die Versprechungen, die wir haben in der Bibel. All die Versprechungen, das ist ein von der Part, nicht von der grünen Welt, wo wir werden können. Das ist ein von der Part, was uns du. Abundance geben, like Leben und Fallab und ewig genug sind die Versprechungen, die wir alle haben in Gottes Wort. Fängende Versprechung, wovon immer Titel da ist, like fängende Versprechung, und was die Fassung kostet. Und bet, like wenn wir beten, wenn wir zu Gott reden, und er wird zu uns reden über verschiedene Wege. Erst ist das sein Wort nicht, weil er will so hier mit uns reden, er redet durch verschiedene Dinge. Ein Kreuz ist echt ab und ab zu lücken wird mit dem, was ich sage in der Natur, nicht? Was vom Bild mir dort läuft. Ein Kreuz ist da, er redet gar ab so viele, viele verschiedene Wege an, wenn wir ruhig sind zum Horchen. Und dann, wenn jene wird Frau nun, und heute eine Versprechung gibt, hält Fuß an. Kreuz nun verlangt dir. Er kreuz nun, was ich dort fallen hat. Kreuz nun, wird es sitzt in Twaschen. Aber weit bloß, wo Gott dir sagt, ich hab schenkt nicht. Und Gott wird niemals in Wutri checken, dass da was ladig drin ankommt. Das geht nicht. In der Versprechung habe ich, das ist einfach von der großen Versprechung, die wir haben, da sind noch so viel mal, ich finde eine Versprechung, halt ihn zu und Fuß. Und kriegt der Mann, dass er fällt, der Haffel so lange gedient, falls er bis gerade noch abgeben. Wir wollten nicht, wo dich bin, wie sind nicht, dort auf einmal kriegt alle was changing und wo wir beten und wir wollen unsere Gebetserhörung haben. Und der andere Ding ist noch, ey Gott, weil hat immer so viel geraten. Er konnte auch noch immer so viel geraten, so viel wertvoller merken, als wir können nur freuen, als was wir verstehen können. Und dann haben wir dort beleben. Wie viel wertvoller heute noch ans Gebet erheben, weil es was wir verstehen können, als wir nur freuen können. Das ist ein Bibelfarsch. Das ist bloß meine gute Nachricht von denen, durch heute uns werden, der auf der grünen Welt. Und er lässt uns wieder frische Wut reiben, so wenn wir reiben und nicht, wenn wir ruhen. Und wir nicht bloß fallen, wie man nach diesen und Dinge alle tun, like schaffen und schaffen. Like, das einzige Ding, was wir reiben tun, ist unsere Gedanken auf der rechten Wachung, auf der rechten Focusing, unseren Glauben und dort stellen, was die Wut sein und was die Wahrheit ist, nicht? All das ewige Haft umtritt oder vorgemerkt. Wie man uns bloß vorstellen oder vor die Wut, was er getan hat. Und auf alles vorgemerkt von uns. Wir können ein Leben voll abführen. Wir können auch begrünen werden. Und das ist genug und ewig genug. Wir können unter frische Wut reiben. Ich habe jeden Tag den Mut vernehmen. Und immer wieder werden und denken, wie unsere Gedanken holen. Und dort, wo du zu leben ist, wo du Wahrheit ist, wo du lebendig ist. Und dann wollen wir auch dann sagen, was der Friedensgott mit uns sein. So wie. Wir können so viel dazu an die Gedanken abbereichen, weil ich sein, dort wir uns an die Wahrheit vorstellen dann, right? Und dann, die Wahrheit erst vor die Wahrheit, mit der ich zum Krieg verbracht habe.
Ek's Anita Kron. Thank you for watching. Be here on Spotlight next month.